Yo Leute, was geht? Und in diesem Video reden wir über die besten Embleme für Mew. Mew ist momentan eins der drei besten Pokémon, wahrscheinlich der beste Laner im ganzen Spiel, weil er mit Solarstrahl so gut Farmlast hitten kann. Und ja, was braucht Mew am meisten? Er braucht Special Attack, Cooldown Reduction, Leben, er braucht keinen Crit, er braucht keinen normalen Attack. Und genau das werdet ihr jetzt auch in den Emblemen wiederfinden. Wir fangen den Bild erstmal an mit Grimer und Muk. Die geben einmal 50 HP minus 2 Attack und 50 HP minus 3 Special Attack. Ist ziemlich schade, aber wir brauchen die schwarzen Embleme. Dann Venonat und Venomoth. Venonat gibt uns 50 HP minus 2 Attack und Venomoth gibt uns 50 HP und minus 0,6 Crit Rate. Mit Crit Rate kann Mew übrigens nichts anfangen, weil keiner seiner Attacks critten kann. Nicht mal die Boosted Attack. Ausschließlich Basic Attacks können critten und die machen so gut wie gar keinen Schaden. Dann nehmen wir uns Smetbo mit minus 2 Attack, 5 Defense. Als nächstes Arctos, der gibt uns 3 Special Attack, minus 2 Attack. Dann Tentacruel, der gibt uns 5 Special Defense, minus 0,6 Crit Rate. Und dann noch Vileplume für 50 HP, minus 2 Attack. So, bei all diesen Emblemen, die wir bis jetzt benutzt haben, nehmt einfach das Beste, was ihr habt. Also wenn ihr Gold habt, nehmt Gold. Wenn ihr Silber habt, nehmt Silber. Aber bei den nächsten zwei Emblemen nehmen wir extra Bronze. Und ihr solltet Bronze nehmen, wenn ihr sie habt. Nämlich Beedrill. Und Victory Bell nehmen wir in Bronze, weil wir nehmen die eigentlich nur für die schwarz-grünen Doppeltypen mit. Die geben aber Attack und minus Special Defense, deswegen wollen wir das nicht. Und Beedrill gibt uns minus HP und plus Special Defense. Special Defense ist zwar ganz nice, aber wir haben lieber mehr HP als Special Defense. Und deswegen nehmen wir extra hier Bronze. Also nehmt hier wirklich Bronze-Embleme, wenn ihr sie habt. Bei den anderen Emblemen nehmt ihr Gold. Ja, wenn ihr das alles genauso gebaut habt, wie jetzt erklärt, dann habt ihr 220 HP, minus 8,8 Attack, 5 Defense, 5 Special Defense und minus 1,2 Crit Rate. Ja, wir kriegen leider kein Special Attack durch den Build, aber wir kriegen dafür 4% Special Attack durch Farbboni, wir kriegen 2 Defense, wir kriegen 1% HP und wir kriegen 4% Move Cooldown Reduction. Das sind alles sehr wichtige Stats für Mew. Ihr könntet hier mit Sicherheit irgendein Bild machen, der euch mehr Special Attack gibt, aber dann würdet ihr wahrscheinlich HP verlieren. Meiner Meinung nach, Mew ist eh schon so squishy, dass er diese HP wirklich braucht, aber müsst ihr selber entscheiden. Meiner Meinung nach ist das hier der beste Bild für Mew. Ich hoffe, ihr habt damit Erfolg im Ranked. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, Peace.